Du, ich habe mal gerade eben offscreen eine Schnellreise zum nächsten Turm wieder gemacht. Wobei ich eigentlich zu einem anderen Turm wollte. Ich habe auch nur Quatsch gemacht. Egal. Ich markiere mir jetzt mal Blutbad. Verwüste die Festung von Bubol der Grobe, um ihn hervorzulocken. Aber warte mal. Das war nicht die Hauptmission, ne? Die Hauptmission ist dieser Uruk hier. Weil da geht's wieder um Redback, oder? Dann würde ich sagen, wir kümmern uns um den da. Aber wir machen eine Schnellreise. Ich bin faul. Nicht die Zeit verstreichen lassen, ich will ja auch schön die Duelle selbst mitverfolgen können. Und ich habe ja auch noch ein paar Vergeltungsziele, ne? Und ich sage einfach mal, ei gute Wie, willkommen zu Let's Play Mittelerde Mordorschatten. 100% waren mit freundlicher Unterstützung. Von GamesPlanet.com. Ne, das ist dir nicht geglückt, Frische. Wieso hat er jetzt gesagt, Folge um Nachtbringer? Da steht nur der Häuptling. Ach so, das ist dann wahrscheinlich der. Dann müsste ich doch auch mal gucken. Also so diese anderen Herausforderungen, so Rattenjagd und sowas, das machen wir dann halt noch. Wenn wir es jetzt nicht hinkriegen. Was ist denn da? Ach, da ist die Schwertlegende. Hier haben wir eine Festung. Karach Agen, so heißt, Angren heißt diese Festung. Wisst ihr was? Wenn ich den Karg und seine Kunststücke sehe, will ich ihm auch etwas sparen. Ich mache erst die Hauptaufgabe. Ich bin jetzt heiß drauf. Die könnten mich hier bemerken. Deswegen versuchen wir erstmal einen Weg außen herum zu gehen. Kruger hat seltsame Spuren entdeckt. Also hat er auch keine Ein geübter Jäger ist eine unaufhaltsame Kampfmaschine. Auf mittlerer Reichweite sind sie gut. Nicht zu nah dran und nicht zu nah. Ihr seid verkokelt. Ja. Ah, apropos Ratten. Geht er! Das mache ich fertig. Nein, 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 nein. Der eine will Alarm schlagen. Ich muss nur noch ein Rad erledigen. Habe ich denn überhaupt noch Pfeile? Ja, habe ich. Ich habe keinen Fokus mehr. Ja! Was war das für ein Geräusch? Ich zähl dich mal auf. So. Das war doch ein schöner Headshot. Ah, komm, ich muss jetzt mal über seinen Schild drüber. Nein, 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 nein. Hey, sag mal. Oh Gott, jetzt habe ich die ganzen Uruks auf mich aufmerksam gemacht. Zurück an die Arbeit. Ja, heiliger Bimbam. Ja.
Heiliger Strohsack! Das wird ja dir eine Massenschlechterei hier geben. Egal. Müssen wir halt durch. Warum ist mein Combo resettet? Nur wegen den Schildträgern, oder was? Ach nee, weil mich einer geklatscht hat von denen. Der Tag ist wohl abgehauen. Gott, fucking Schildträger, ey! Stresst ganz schön. Au. Was sind die denn in? So, du bist der Letzte, oder? So, ich habe gesehen, dass hier Ratten rumliefen. Und jetzt wegen euch wechseln, ey, kriege ich die Krise. Ich muss noch eine Ratte erledigen, dann hätte ich diese Jagdherausforderung geschafft. Mit Nuren zusammengelegt werden soll. Es kann unmöglich genug Rock für alle da sein. Tja. Wo waren die Ratten? Hab die Menschen gefragt, ob sie etwas Grog wollten. Der Grog reicht nicht einmal für uns. Wozu tust du das? Damit ich die Hoffnung in ihren Augen schimmern sehe. Och, was hab ich denn gemacht? Nicht bewegen! Vielleicht da jemand umher. Jetzt sind hier noch mehr von denen. Na gut. Das soll mir recht sein mit der Explosion eben. Ey, wie viele kommen denn da schon wieder? Ist ja nicht mehr lustig. Volle Rumgespamme hier von Uruks. Und Nacht. Oh, 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 meine Energie ist so am Arsch. Scheiße. Wenn der mich jetzt platt macht. Hey, das war ein cooler Doppelkonter. Die Animationen sind schon sehr nice. Gott im Himmel, ey, was ist denn das schon wieder? Nein. Das war schon wieder derselbe Typ, gell? Nein! Nein! Und hier beginnt mein Aufstieg in der Hierarchie. Dieser Fucker! Oh was, der ist doch gleich weiter aufgestiegen! Was geht denn? Olgoth, der Giftmischer. Nein, 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 nein. Jetzt. Nein, du hast mein Vergeltungsziel getroffen. Na, no, sag Trollsohn, ja, so siehst du auch aus. Ich habe es so schön vermieden, die ganze Zeit zu sterben und jetzt passiert so ein Mist. Verflucht seid ihr! Oh ey! Was? Jetzt langt's aber! Alter Scholli. Ihr seid echt drauf. Ja, da wo ich jetzt hinge. Oh, was? Der zarte Flammentreiber ist auch noch da. Oh, nein, nein, nein. Dann machen wir das und dann kümmere ich mich um die.
Die Hauptmission. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. So, weißt du was? Ich reite da jetzt hin. Du wirst mir gehorchen. Was war das? So. Guten Tag. Drüben hat sich etwas bewegt. So, na komm. Zieh's doch mal fertig auf. Du darfst dich um die Uruks hier kümmern. Da hatte ich jetzt keine Lust zu. So! Um Verräter, Feinde und Rivalen ihrer gerechten Strafe zuzuführen, beschäftigen sich viele Uruks mit Freuden als Henker. Wird ihm nicht Einhalt geboten, erlangt der Henker Macht, mischt sich in die Hinrichtung ein, um Saurons Armee zu schwächen. Mit Zata haben wir auch noch eine Rechnung offen. Ihr seid eine Schande. Ihr verdient es. Lass mich los, du Schrack! Los! So. Ich muss es verhindern, dass er hingerichtet wird und ich muss schnell mal nachschauen, was hatte Zata nochmal für Schwächen. Was? Ist da jetzt noch ein neuer Uruk gekommen? Achso, das ist mein Vergeltungsziel, ne? Ah, ne, doch nicht. Okay, Zata, was hattest du für Schwächen? Was? Ich weiß sie nicht. Oh. Ja, er scheint eine Schwäche gegenüber Pfeilen zu haben. Ich sehe ihn. Heute stirbst du. Ich muss mich nur ihn kümmern. Müssen wir diese Farce noch einmal durchstehen? Nun gut, diesmal werde ich dich schnell töten. Nein. Du hast das letzte Mal ein bisschen auch abgehauen, du Schisser. Hör auf, dich zu bewegen! Wir haben keine Wahl! Das Gesicht von dem sieht ja aus, ey. Oh, er kann die Hinrichtung blockieren. Aber ich habe ihn getötet. Und Ogatrak Blutaxt. Wieso ist er geflohen? Ich habe ihn doch getötet. Okay, konnte den Verräter nicht hinrichten. Wie sieht der Kampf nicht aus? Und es ist der befördert worden, ja? Deine Schwächen kenne ich auch noch nicht. So, Zata ist down, aber der andere will jetzt mit mir kämpfen, ja? So, ein Schädel mehr oder weniger schaffe ich nicht. Meine Axt ist bereit und scharf. Und das, obwohl ich dir gerade eigentlich geholfen habe, du Schwein. Das ist ein Dank. Ah, oh, du hast die Schwäche dagegen. Das habe ich gesehen. Nein, das war der Falsche. Alter, was war das denn für ein Schlag? Der hat mir ja ganz schön Energie gezogen hier. So, und das war's auch für mich. Nehmen wir mal die zwei Runen mit.
Fleischtötung, Gesundheit her, okay. Fleischtötung mit dem Bogen werden 3% Fokus hergestellt. Das werden wir auch noch aktivieren, aber jetzt nicht. Blog. Ah, da hinten ist noch ein Uru-Kaufmann. Naja, ich jag jetzt nicht jedem nach. Mal schauen. Die Jäger wissen, wie man es macht. Sie brauchen kein Schild, um sich. Wer ist denn das? Sorgdusch. Überall Uruk, hey. Schaufelrad. Was? Ich stehe vor einer Hauptmission, sehe ich das jetzt richtig? Über Jahre standen wir auf dem schwarzen Tor und sahen nach Mordor. Doch wir sahen nichts. Wir haben geschlafen. Der Mörder. Ich stehe aber bei der richtigen Hauptmission. Der irische Rhythmus der Kriegsmaschinerie des dunklen Herrschers wird uns alle erwecken. Wir müssen sie zerschlagen. Beim Eindringen in die Uruk-Häuptlingsfestung läuft alles andere als geplant ab. Naja, wir sind halt mal wieder gestorben und nach Talions wieder Auferstehung gibt es wieder mal Ränkespielchen und neue Machtkämpfe. Welchen Einfluss das jetzt haben wird auf unsere Blutrache, das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Jetzt einmal heißt es allerdings, wir nehmen die Fährte auf, um einen Uruk-Hauptmann, einen Häuptling zu provozieren. Ob uns das gelingen wird, das erfahren wir jetzt schon in der nächsten Folge. Vergesst nicht, die Bewertungen in den Kommentaren zu hinterlassen. Freut euch auf die nächste Folge und ich bin hier raus. Peace out!